jetzt alt und hässlich ist. Niemand wird sie küssen wollen. Nicht einmal blind. Die halten unwillkürlich die Hand vor den Mund, denn sie haben einen Instinkt, mit dem sie die Dinge riechen. Vor allem Dinge wie Alter und Hässlichkeit. Sie würden sich von meiner Mutter abwenden wie vor Ungeziefer. Sie würden den Kopf hinter den Armen verbergen, denn es genügt nicht, das Entsetzliche zu ignorieren, um sich zu schützen. Man muss auch seine Nähe meiden. Es auf den Jahrmarkt an den Pranger stellen oder zu den Verrückten schicken. Diese Männer würden sich also von meiner Mutter abwenden und sich ausmalen, welche Frau diesem Geruch entspricht. Sie würden sie mit der Kraft derer sehen, die nur über Nase und Ohren verfügen. Sie würden sie an ihrem Hexengang erkennen, einem Geräusch des ausfallenden grauen Haars. Sie würden in Deckung gehen. Gott, anflehen Sie mir gar nicht vorübergehen! Und dann die Flucht ergreifen. Und sobald meine Mutter sie fliehen sähe, würde sie sie jagen, bis sie vergessen hätten, was früher war. Der Duft der Blumen und der Gesang der Vögel. Würde sie jagen, bis sie ihr Augenlicht wiederfinden und nach Hause zurückkehren würden, um sich zu verbarrikadieren. Und schließlich würde sie unter ihren Fenstern stranden wie Wale an der Küste, wenn sie keine Lust mehr haben, die größten Meeressäuger zu sein. Sie könnte mit bloßen Händen ein Grab ausheben und dabei ihren Namen hinaus schreien, lange durch die Nacht brüllen, um Sieg in ihren Häusern für jedes andere Geräusch taub zu machen. Bis sie sich zum Fenster hinausstürzen und sie um Vergebung bitten würden. Um Vergebung dafür, dass sie ihren Kuss bis in den Tod ausgeschlagen haben. Und ich sage, dass man Frauen nicht ihrer Hässlichkeit überlassen darf, indem man ihnen erklärt, sie sollten lieber im Bett bleiben. Und sie sollten sich nicht den Kinn anzeigen, da diese schlagartig verstummen oder altern können. Und sie sollten sich von den anderen in ihrem Glücksstreben lieber fernhalten. Ich sage, dass man ihnen einen Platz einräumen oder sie auf der Stelle hinrichten muss. Man sollte sie mit einem Lächeln zu sich hereinbitten, auch wenn es ein angespanntes Lächeln ist. Alles, was man schnell hinter sich bringen möchte. Und warum sollte überdies Hässlichkeit nur Frauensache sein? Ist Ihnen nicht aufgefallen, wie oft im Märchen die Männer bucklig oder frösche sind? Sie haben nichts als ihre Begierde, um die Frauen zu verführen, die niemals bucklig oder frösche sind, sondern immer nur die allerschönsten. Diese zwingend begehrenswerten Geschöpfe, die sich im Spiegel betrachten, Spieglein, Spieglein an der Wand, und ganz entzückt sind von der Überfülle ihres windzerzausten Haars und ihrer starken Brüste, die zugleich ihre Rüstung sind, wie bei Comic-Strip-Heldinnen. Makel bei Frauen ist unverzeihlich. Das weiß jeder. Was soll man folglich anderes mit ihnen tun, als sie beim Chirurgen abzuliefern, sie zu schminken und ihnen von allem etwas zu versprechen? Vom Größten und vom Schönsten. Vom Kleinsten und vom Blondesten. Als seinen Vorteil aus ihren Vegetieren zu ziehen. Aus den Cremedöschen, den Hormonen und den Pimps, die nur im Bett getragen werden. Kleinen Schuhen aus Glas, für die man vor den Geschäften stehen bleibt. Und dabei denkt man gleich an die Handtasche, die man dazu kaufen wird. Und die Garderobe, die deshalb gewechselt wird.